Hallo, liebe Leute da draußen und willkommen bei einem Kurzvideo Nerdfamilien Covid-19-Ding. Ich begrüße Isabel. Hi, hallo. Martin. Schön, dass du da bist und Grüße in den Norden. Ja, wir haben in verschiedenen Rollen ja jetzt doch viel Kontakt mit Covid-19-Patienten. Bei mir ist es vor allem die Notaufnahme, bei dir ist es vor allem die Intensivstation. Und ja, als wir uns da vor kurzem unterhalten haben, hast du echt ein cooles Projekt mir erzählt. Und deshalb, sag mal, was ihr da Cooles macht. Wir haben auf der Intensivstation COVI eingeführt. Ach, okay. COVI ist ein Handy, was wir nutzen, damit Angehörige von dem Patienten Kontakt haben können. Also selbst wenn die intubiert sind und jetzt nicht diejenigen sind, die ihr eigenes Handy gerade nutzen können, sondern die halt bei uns liegen auf Intensivstationen, isoliert, ohne Besuchsmöglichkeiten. Und wir hatten halt relativ viel jetzt mitbekommen, wie schwierig das ist, sowohl für uns als Team, weil wir halt die Angehörigen irgendwie auch mitbetreuen und merken, wie schwierig das für die ist, wo es jetzt nicht nur um Abschied geht, falls jemand wirklich schwer krank ist und stirbt, sondern halt auch so um den Kontakt. Und auch, dass das den Patienten ganz schwer fällt, dass sie immer nur Leute mit Maske sehen. Und ja, wir haben uns dann überlegt, dass wir irgendeine Art von Möglichkeit schaffen wollen, dass da Kontakt ist. Wir haben jetzt ein altes Handy von jemandem aus dem Team genommen, eine SIM-Card besorgen, also eine eigene Nummer haben. Wir haben uns für WhatsApp entschieden, weil es einfach das Gängigste ist, und geben die Nummer an die Angehörigen weiter, die uns dann Sprachnachrichten für die Patienten schicken können, die wir dann den Patienten über Kopfhörer, die bei uns im normalen Stationsbedarf da sind, vorspielen können. Wie funktioniert das jetzt ganz konkret? Die sitzen zu Hause, die haben die Nummer und schicken einfach eine Sprachnachricht, wie man es, sonst finde ich ja Sprachnachrichten ziemlich nervig, aber schicken eine Sprachnachricht und ihr hört euch die auch gar nicht an, sondern setzt den Patienten einfach die Kopfhörer auf. Genau, also es ist so, dass wir haben einen WhatsApp-Account erstellt, wo auch ein Foto von unserem Team als Profilfoto ist. Und das heißt halt, also der Name ist halt Intensivstation, und die Angehörigen haben halt die Nummer, können uns eine Sprachnachricht schicken, schreiben davor halt einmal, das ist jetzt für Herrn Müller, und dann schicken sie die Sprachnachricht. Das heißt, wir wissen, welcher Patient gemeint ist, und spielen dann die Sprachnachricht denjenigen ab, wenn wir Zeit dafür haben. Und wenn wir das gemacht haben, dann schreiben wir einmal ganz kurz, wir haben die Nachricht abgespielt, je nachdem, also man sieht da total schöne Reaktionen von den Patienten, also wenn die wach sind am Tubus tagsüber und das hören, das ist echt schön zu sehen, wie die reagieren. Und dann schreiben wir halt so, ja, er hat sich sehr gefreut, Nachricht ist angekommen, ihr Team der Intensivstation. Und wir speichern dann die Nummer meistens unter dem Namen vom Patienten einfach ab. Dass wir dann, okay, wenn da mal was kommt, also dann ist das halt abgespeichert unter Herr Müller, Zimmer 2, Fenster oder irgendwie sowas. Genau. Mhm. Ja. Wie macht sie das jetzt mit Infektionsschutz? Wie ist das organisiert mit dem Handy und so? Also wir haben Ladegerät und alles mit drin eingeschleust. Und das Handy selbst ist in einer von unseren Telemetriehüllen. Also wir haben mobile Telemetrien im Haus, die Leute mit sich rumtragen können. Die sind auch in so einer Plastikhülle mit seitlichem Verschluss, wo einfach nur die Kabel an einer Stelle reinkommen. Über die stecken wir die Kopfhörer rein und laden das Handy. Und die kann man abwischen mit Teralin. Und man kann das auch von Patient zu Patient geben, beziehungsweise haben die halt ihre, also dann jeweils eigenen Kopfhörer. Okay. Und Kopfhörer habt ihr einfach so, glaube ich, hast du mir erzählt. Aber ich habe jetzt auch mal geguckt, wenn man die irgendwie da billig irgendwie bestellt online, gibt es das irgendwie um 2-3 Euro, so wie, genau, wie man es aus dem Flugzeug kennt, ne? Solche Dinger. Ja, genau. Das geht gut. Wir haben auch einmal gefragt, weil da jemand sehr schlecht gehört hat, ob wir das sonst einmal auf laut abspielen. Ich meine, das ist auch eine Option. Also das würde ja zur Not auch noch gehen. Aber eigentlich sind diese Kopfhörer jetzt nicht so schwierig zu kriegen. SIM-Karten sind auch nicht teuer. Also. Ja, stimmt. und sag mal, wie ist jetzt so der, wie macht sie das, wie im Zeitablauf? Wer macht das? Wie anstrengend und aufwendig ist das? Oder geht das so nebenbei? Also man muss sagen, ich finde, dass es generell ja relativ anstrengend geworden ist mit den ganzen Telefonaten, und jeder ruft ja an und will was wissen. Sonst haben wir ja auch Besucher, die wir irgendwo wir Zeit aufwenden.
Es ist fast eher sogar weniger zeitaufwendig als vorher, weil die Sprachnachricht, die ist ja da, die ist abgespeichert. Mhm. Das ist ja kein Telefonat, was wir jemandem geben müssen, sondern wir können ja entscheiden, wann es uns passt. Und bei uns macht das jeder aus dem Team. Also entweder hat die Pflege gerade Zeit und guckt drauf und hat gesehen, dass da eine Nachricht ist, oder wir Ärzte. Ich habe das nachts teilweise gemacht oder spät abends, als ich Nachtdienst hatte und eine Patientin noch wach war. Oder man macht es halt auch mehrfach, wenn man das Gefühl hat, die hat jetzt war doch ein bisschen müde, und dann habe ich halt der Pflege gesagt, ob sie es tagsüber nochmal abspielen kann. Also das kann man sehr gut einbinden eigentlich in den Zeitablauf, der einem selbst passt. Also da, das ist nicht zeitaufwendig. Und das Gefühl ist vorhanden und ja. Und mit WhatsApp umgehen tun wir auch alle. Also das kriegen wir hin. Okay, ja, mega coole Sache, Isa. Als jemand in der Notaufnahme muss ich mich ja gar nicht so viel um solche Sachen kümmern, kann mir aber eben gut vorstellen, dass das echt ein Riesenproblem ist für alle Beteiligten, diese Kommunikation und diese Isolation, und glaube, dass das echt ein cooler, pragmatischer Weg ist, um den Leuten dann eine Möglichkeit zu geben, eben die Angehörigen, für die Angehörigen und für die Patienten da in irgendeiner Form in Kontakt zu bleiben oder auch nur das Gefühl zu haben, dass man irgendwie was beitragen kann. Das ist genau, also ich glaube, darum geht es auch viel, ne? Dass die Angehörigen das irgendwas in die Hand kriegen, was sie machen können. Und das Gefühl haben, sie haben irgendeine Art von Kontakt und sie können den Patienten wissen lassen, dass sie an den denken und dass sie nicht irgendwie, dass da einfach irgendeine Art von Kontakt noch besteht. Ich glaube, das ist sehr wichtig und nicht nur ein Ohnmachtsgefühl, dass man nichts machen kann. Ja. Mhm. Da entwickelt sich ja viel. Also Aufruf natürlich an alle da draußen. Schreibt uns, was habt ihr so für Ideen? Vielleicht entwickelt ihr das Projekt auch sogar noch irgendwie weiter, oder wie sind eure Erfahrungen? Unser Plan ist, dass wir auch ein Tablet anschaffen, dass man auch Videobotschaften abspielen kann, weil das wird jetzt teilweise auch geschickt, aber über das kleine Smartphone-Bildschirm ist das halt schwierig. Das erkennt man kaum. Und dass wir halt auch ein Tablet einfach organisieren und dann halt auch irgendwie Videobotschaften an die, die wach sind, geschickt werden können. Coole Sache. Okay, Isa, dann wünsche ich dir, ruhige Dienste. Das ist unrealistisch, aber bleib sicher und pass auf dich und dein Team auf, und wir bleiben in Kontakt. Ja, sehr schön. Bis bald. Tschüss. Ciao.